Im Januar 2013 präsentierte Toyota die neue Generation des Auris. Nun kommt der Kompakte auch als Kombimodell, als Auris Touring Sports. Wir testen die Hybridversion in der mittleren Ausstattungsvariante live. Nebelscheinwerfer, ein höhenverstellbarer Beifahrersitz und das Multimedia-Audiosystem Toyota Touch gehören hier unter anderem zur Serienausstattung. Mit so viel Extras möchte Toyota Kunden locken, die bei der Normalvariante des Auris noch zögern. Vor allem leichter und dynamischer sollte die Kombi-Variante werden. Beim Hybrid gibt es drei Fahrprogramme, die seine Kraftstoffeffizienz steigern. Was natürlich nett ist, wir haben hier vorne drei Tasten: EV-Mode, also Electric Vehicle Mode, Eco-Mode und Power-Mode. Wenn ich die EV-Mode-Taste drücke, dann kann ich bis zu 2 Kilometer rein elektrisch fahren, bis zu einer Geschwindigkeit von ungefähr 50 km/h. So wird eine Fahrt durch die Stadt kurzerhand umweltschonend. Greift dann doch der Ottomotor ein, schnellt der Verbrauch hoch, über die Herstellerangaben. Lob gibt es für den Verkaufspreis. Der Hybrid-Kombi kostet in der mittleren Ausstattungsvariante 24.400 Euro. Zentrale Themen bei der Gestaltung des Auris Hybrid Touring Sports waren Gewicht, Fahrwerk, Raumnutzung und Antrieb. Dafür arbeiteten Ingenieure und Designer eng zusammen. Das Resultat dieser Kooperation wird in Burniston, England, zusammengebaut. Europa ist natürlich ein großer Kombimarkt. Da ist es nicht verwunderlich, dass Toyota den Auris Touring Sports in Europa entwickelt hat und auch in Großbritannien in Europa baut. Toyota Auris Hybrid Touring Sports, ein langer Name für ein Auto, das sich in kurzer Zeit, gerade wegen des niedrigen Einstiegspreises und dem geringen Kraftstoffverbrauch, bezahlt macht.